Heute zeigen wir euch die besten Übungen, um einen zweiten Kreuzbandriss zu vermeiden. Diesmal geht es um den Fuß. Wichtig vorab, schaut immer, wo ihr seid, guckt, was ihr könnt an Übungen, lasst euch gut analysieren. Wichtig ist, dass ihr wisst, wo ihr steht momentan. Zum Thema Hüfte haben wir schon ein erstes Video gedreht, schaut das da bitte auch nochmal rein, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber bis heute kümmern wir uns um den Fuß. Und zwar sehen wir immer wieder, dass die Fußmuskulatur, auch die Fußbeweglichkeit bei vielen eingeschränkt ist. Dazu machen wir mal einen kleinen Test und wir überprüfen jetzt, wie weit der Winkel ist von den Fußhebern. Das heißt, in dem Fall achte darauf, dass der Hacken auf dem Boden bleibt. Und jetzt schieb mal so weit wie möglich dein Knie nach vorne, gerade nach vorne. Genau. Okay? Wir würden jetzt hier den Abstand messen oder halt, man kann das auch an der Wand machen und schauen, wie ist der Abstand. Geht nochmal nach vorne, so weit wie möglich. Gucken hier rein, genau, ohne dass der Hacken abhebt. Okay, die andere Seite. Immer natürlich einen Seitenvergleich. Und schauen jetzt, wie weit Yvonne jetzt hier nach vorne kommt. Genau. Und dementsprechend viele, oder bei vielen sehen wir, dass da echt ein Defizit ist von 20-30%. Und darauf würde ich achten, ob da vielleicht eine Einschränkung besteht. Und wenn sie besteht, können wir gleich das mobilisieren. Und zwar kann man es einmal, wenn man keine Bänder hat, natürlich das ohne Band machen. Aber wir machen es mit Band, damit man gleich ein bisschen Widerstand hat. Dadurch wird es noch ein Ticken effektiver. Und zwar gehen wir mit dem Kraftpunkt ein bisschen weiter nach oben. So, jetzt schiebt man dein Knie so weit wie möglich nach vorne, wie eben beim Test. So, weit, 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 weit. Okay. Jetzt kurz wirken lassen, jetzt wieder langsam vom Band zurückziehen lassen. Also ein bisschen bremsen, abbremsen. Reicht schon. Jetzt geht es wieder nach vorne, so weit wie möglich. Also das Band darf auch nicht zu schwer sein, weil es soll keine Kraftübung sein, es soll eine Beweglichkeitsübung sein, um halt Step by Step die Bewegung nach vorne in die Dorsalextension zu verbessern. Noch nach vorne rein, immer ans Maximum rein. Dort 2-3 Sekunden halten. Genau, und jetzt langsam wieder zurück. Okay, das ist eine Möglichkeit. Wir haben noch eine zweite Möglichkeit. Stelle ich mal wieder hin. So. Geh mal wieder rein hier in das Band. Wie gesagt, das kann man auch wieder ohne Band machen. Am besten ist der Kraftpunkt so ungefähr unterm Knie in dem Bereich. So. Geh mal mit dem Bein nach vorne. Genau, das ist ein bisschen Widerstand, das habt ihr schon gemerkt. Schnappt euch so ein kleines Buch oder irgendwas, wo eine kleine Erhöhung ist. Müsst ihr nicht so weit nach vorne schieben. Dass es schon so ein bisschen Vordehnung ist. So, jetzt das gleiche im Stehen. Das heißt, du schiebst das Knie nach vorne, so weit wie es geht, ohne dass der Hacken hier hochkommt. Wenn der Stopp ist, bleibst du kurz 3 Sekunden stehen und lässt dich wieder langsam vom Band nach hinten ziehen. So, reicht schon. Jetzt ziehst du wieder ein. Und langsam nach hinten ziehen. Genau, wieder einschieben. Genau. Das ist zum Beispiel ein Beispiel von zwei Übungen, wo ihr Step by Step eure Fußbeweglichkeit verbessern könnt. Genau, komm wieder raus. Aber nicht nur auf die Bewegung oder Beweglichkeit muss man achten, sondern auch auf die Funktion der Fußmuskulatur. Und hier können wir ein bisschen gegenwirken, indem wir Kraftübungen mit reinbringen. Und zwar nur für die Fußmuskulatur. Und zwar versucht man hier in dem Fall mit dem Band, also das Band kommt von da, das Bein quasi die Innenkante vom Fuß nach oben zu bewegen, in die Supination, genau. Aktiv einarbeiten und dann langsam wieder zurück. Weil ganz häufig ist es das Problem, dass wenn man tief in die Kniebeuge reingeht, das werden wir gleich noch sehen bei der Kniebeuge, dass halt viele bei Belastungen nach innen wegknicken. Und so könnt ihr auch separat daran arbeiten, dass die Muskulatur, die halt jetzt entgegenwirkt, gestärkt wird. Genau. Also langsam reinziehen, soweit es geht. Darauf aufpassen, dass wirklich nur der Fuß arbeitet und nicht so viel das Knie. Das wird am Anfang auch schwierig sein. Am Anfang wird eher das Knie mit nach außen drehen, anstatt der Fuß mitarbeitet. Genau. Und dann langsam wieder lösen. Genau, okay. So, jetzt haben wir eine separate Übung. Und das Gleiche können wir gleich verbinden mit einer Kniebeuge. Das heißt, wir wollen versuchen, dass das gleich umwandeln und dass die Fußmuskulatur in der Kniebeuge stabil wird. Also, diesmal, muss man ganz klar sagen, haben wir den Fokus nicht auf die Kraft der Oberschenkel, sondern auf die Funktion, auf die Positionierung der Füße. Also wir haben einen anderen Fokus in der Kniebeuge in dieser Übung. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen werden wir auch die Fußstellung exakt positionieren. Bei einer normalen Kniebeuge
kann man breiter gehen, kann man die Füße auch ein bisschen außen rotieren, aber das wollen wir in dem Fall nicht, weil wir wirklich den Wert auf die Füße legen und zwar hier darauf achten, dass die Füße so gerade wie möglich nach vorne zeigen. Genau. So, geh ruhig noch ein kleines bisschen breiter, so ungefähr so ein Beckenbreit. Okay, passt. So, jetzt gehen wir bitte langsam runter und versuch die ganze Zeit Kontakt zu halten mit dem kleinen Zeh, mit dem großen Zeh und mit der Hacke. Das heißt, in dem Moment, bleib mal stehen, in dem Moment, wo der innere Fußkanten so ein bisschen nach innen klicken, muss man stehen bleiben, geh wieder runter. Das ist langsam runter. Und in dem Moment, wo es problematisch wird, dass der Fuß nach innen wegklickt, da stehen bleiben und versuchen, die Fußaußenkanten, vor allen Dingen die hintere Ferse, in den Boden reinzurücken. Bei vielen ist es so, dass es beim Runtergehen die Fußinnenkanten nach innen wegklappen. Also das heißt, die Fußaußenkanten kommen nach oben. Sag mal ganz kurz, dass man sieht. Genau. Dann passiert das. Das heißt, die Füße brechen richtig weg. Also ganz, ganz wichtig, den Wert darauf legen, dass Großzehballen, Kleinzehballen und die Ferse richtig fest in den Boden reindrückt. Und tendenziell muss man eher darauf achten, dass hier der Bereich richtig fest in den Boden reingedrückt wird. Also man muss sich vorstellen, man möchte den Boden noch weiter in den Boden reindrücken, nach unten. Geht nochmal runter und richtig schön reindrücken, richtig schön stabilisieren. Genau, und langsam wieder hoch. Perfekt. Und noch eine letzte Übung ist der Fußheber. Hier würde ich nur den Wert darauf legen, dass man beide Füße nach oben hebt. Genau, so hoch wie möglich. Und langsam wieder runter. Das wird man relativ schnell können. Machen wir noch zweimal. Also wichtig ist halt alles raus, wenn was geht. Wenn man das gut kann, dann geht man ein bisschen weiter nach vorne, sodass der Fuß so weit vorgehen kann, also dass halt der auch in die Negative runterkommt. So. So, aus der Position wieder starten und beide Füße Zehen wieder hochholen. Sehr gut. Langsam wieder runter. Und wieder nach oben. Ja, hoch, 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 hoch. Dass man die Mobilität, die man vorher erarbeitet hat, auch hier wieder gut benutzt und das Maximum rausholt. Genau. Und wenn das gut funktioniert, würde es auch einbeinig machbar sein. Ganz wichtig ist, schau bitte, wie immer, wo stehst du, was kannst du. Lass dich gut analysieren. Wenn du niemanden hast, der dich analysieren kann, schau bei uns in die Videobeschreibung, trag dich bei uns ein und wir können dir sehr, sehr gerne weiterhelfen. Wenn du noch weitere Übungen sehen möchtest, dann klick bitte auf das nächste Video.